So, ich bin also Robby, der Roboter auf dem alten Teil. Ja, jetzt habe ich die Aufgabe, ein Gewicht zu heben und versuche mich jetzt daran. Naja, die Glieder sind schon etwas steif. Schließlich habe ich ja 13 Jahre in der Schweißindustrie gearbeitet und da habe ich eigentlich immer nur dieselbe Bewegung gemacht. Nun versucht mir der Christoph eigentlich hier etwas beizubringen, wo ich eigentlich etwas von der Sensibilität überfordert bin. Naja, also machen wir mal weiter. Ah, jetzt versucht er mich mal mit diesem Gewicht anzufreunden. Okay, mit dem Gewicht, das hat nicht geklappt. Jetzt versuchen wir es einfach mal mit dem Buchstaben. Ja, der Buchstabe, der gefällt mir gut. Das ist ein E. Ja, den soll ich wohl hochheben. Na, da probieren wir mal, ob ich den hin und her kriege, ob ich den hochheben kann. Na, erstmal richtig meine Vorrichtung, den Magneten in die richtige Richtung drehen. Und dann könnte das ja klappen. Okay. Ja. Da ist etwas. Ja, es klappt. Na, also geht doch. Das geht doch. Jetzt so heben kann ich ja gut. Nur so ist die Platzierung. Das müssen wir noch lernen. Und wenn wir das dann gelernt haben, dann kann ich auch die einzelnen Buchstaben sortieren. Ja, hält sogar. Gut, jetzt drehen wir das mal in die Kamera. Hier ist die Kamera. Ja, wo ist sie denn, die Kamera? Da ist sie ja. Okay, hier kommt das E angesaust. Naja, mit Sausen ist es noch nicht so viel. Hier kommt also das E dann ins Bild. Ja, und jetzt sieht man die Vorrichtung schon etwas besser. So, und jetzt bekomme ich noch eine kleine kosmetische, eine kosmetische Handlung. Und zwar wird die Führungsplatte abgeschraubt, die es verhindert hat, dass der Buchstabe richtig übernommen wird. Und da muss der Christoph sich nochmal was überlegen, wie er das denn nun richtig macht, dass der Buchstabe auch nicht nur hochgenommen wird, sondern auch gleichzeitig gedreht werden kann. Gut, also hier sehen wir jetzt die Möglichkeit, wie der Buchstabe dann aufgenommen werden kann. Und entsprechend platziert werden kann. Gut, das war meine heutige Aufgabe, die ich brillant erledigt habe. Also an mir, am Roboter soll es nicht fehlen. Hier liegt jetzt natürlich das Ganze im Argen, dass das also auch mit einem Programm abläuft und nicht einfach nur mit dem Panel gesteuert wird. So, nachdem die Platte also abgeschraubt ist, ist natürlich keine richtige Führung mehr da und die
Der Magnet, der eigentlich nur die Schraube hochhebt, die oben eine runde Kappe hat, wird also sich selbst überlassen und dreht sich dann halt, wie der Magnet das gerade will. Das muss natürlich alles noch etwas geändert werden. Hier muss auch eine gewisse Federkomponente reinkommen. Und dann muss der Buchstabe ausgerichtet werden können. Also ganz exakt an dem Magneten halten.